Wunderschönen guten Tag und hier mit einer Paprika direkt zum Start. Ja, worum geht es heute? Ich dachte mir, wir machen einfach mal Gemüsewürfel. Und zwar habe ich vor kurzem mit einer Freundin was Leckeres gekocht und irgendwie sind wir dann auf Gemüse und Würfel gekommen und dann entstand diese Idee daraus. Da habe ich mir mal so ein paar Gedanken gemacht. Ich schiebe das erstmal zur Seite. Damit habe ich angefangen, habe ich überlegt, okay, wie mache ich das denn jetzt? Warte, so erkennt man das, glaube ich, besser. Erstmal eine kurze Vorzeichnung, die ist jetzt mit Kugelschreiber so, wie es aussehen könnte, oben normal und unten eckig und dann halt irgendwie ausgeschnitten auf jeden Fall, damit man so ein bisschen was vom Innenleben sieht. Deswegen habe ich die Frucht hier auch aufgeschnitten, gleich mehr dazu. Dann habe ich überlegt, okay, Gemüsewürfel, also dann sollte man das Konzept vielleicht auch durchziehen und man macht das dann komplett würfelig und diesen Ausschnitt lässt man trotzdem und ja, dieser Strunk, also das ist immer noch drauf, damit das so ein bisschen dazu passt, also bei der Tomate sind dann zum Beispiel so Blätter drauf, jetzt bei der Paprika ist dann oben dieser grüne dicke Strunk und das Innenleben natürlich auch zu sehen. Was mir danach nur eingefallen ist, also hier an dieser Stelle, dass man hier nicht diesen V-Ausschnitt hat, also das wäre ja so, als ob jemand aus einem Würfel dann so eine Kuh ein Stück rausschneidet, aber dann nicht bis unten, sondern bis hier. Vielleicht eher hier oben so diagonal, dass man das dann hier runterlaufen lässt. Ist, glaube ich, ein bisschen schöner zu visualisieren, weil man nämlich das dann hier auch vernünftig sieht, also diesen Bereich, ich mache das mal so, diesen Bereich hier, dass man hier die Kerne schön hat und hier die Haut, die hier dann weggeht, also die Schale und hier oben dann der Strunk ansetzt. Und ja, so ein bisschen auf die Struktur eingehen. Das wäre jetzt hier so das mit den Kernen. Und hier dann auch noch die Haut, also wie sieht die Haut aus, die Strukturen und hier der Stiel. Das ist ja alles schon sehr, sehr markant. Deswegen habe ich mir die jetzt einfach mal als Referenz aufgeschnitten. Es ist immer gut, wenn man so ein Objekt wirklich vorliegen hat. Auch, dass man mal sieht, wie sich das mit dem Glanzgrad überhaupt verhält. Also wie sieht das überhaupt aus, wenn die hier glänzt? Und ihr seht jetzt hier die Lichtspiegelung drin und ja, viel mehr ist da nicht. Also die Schale hat jetzt keine Besonderheiten, die jetzt irgendwie ganz klar auf Paprika sprechen. Aber gut, genug geredet. Wir fangen einfach mal an. Mal eben abkleben das Ganze. Okay, das wäre das. Jetzt gucken wir mal eben kurz, wie groß das hier drauf soll. Ich würde sagen, ungefähr so groß, erkennt man das? Ich muss das etwas nachdunkeln wahrscheinlich, weil es hier sehr hell ist mit den zwei Lichtern. Okay, das wäre das. Wie man einen Würfel zeichnet, wisst ihr auf jeden Fall. Wenn nicht, dann hier oben in der Infobox nochmal eben kurz das Tutorial zum Würfelzeichnen oder Perspektive allgemein. So, und jetzt müssen wir hier direkt aufpassen, wo wir das abschneiden. Am besten so, dass wir hier unten so ein Stück von dem Ansatz noch erwischen, sagen wir hier. Und da hauen wir jetzt einfach mal so eine Kante rein, sagen wir so. Dann geht der Ast jetzt bis hier und bis da und ist hier so aufgeschnitten. Und da hinten geht er nach hinten weg. An der Stelle geht das runter, hier geht es auch runter. Wie wir hier den Ausschnitt machen, ist vollkommen egal. Nur ich möchte das nicht bis ganz unten machen, sondern, obwohl, warum nicht? Mal eben kurz überlegen. Ach nee, das kann ruhig diagonal sein, denke ich. Und das braucht auch nicht perfekt gerade sein. Oben, obwohl, ach, egal. Wir machen das jetzt einfach so. So, auf der breiten Seite haben wir natürlich die breite Sicht. Hier unten wird es diagonal und da geht es wieder nach zu der Seite weg. So, und ich habe jetzt die Frucht einfach mal vor mir liegen und kann hier direkt das einfach übernehmen. Das ist doch super praktisch. Und zwar geht der Strunk hier nochmal ein bisschen hoch. So, und da geht es ins Innenleben. An der Stelle sitzt die rote Paprika an, da ist es so ein bisschen, ja, bäulig. Und da geht es dann hoch und damit runter. Ich hatte mir noch gedacht, es sind ja hier immer diese kleinen Stege da drin, ne? Dass man einen davon im Hintergrund sieht, das macht die ganze Sache, glaube ich, interessanter. Und den machen wir hier immer so schräg rein, also nicht hier perfekt in die Mitte, weil das ein bisschen blöd ist. Also das stört immer, wenn das so perfekt ist und übereinander liegt. Machen wir einen hier rein, der kommt dann zum Mittelpunkt, genau. Und das wäre nämlich gut, wenn wir den hier dann einfach transparent zeichnen, mit den Diagonalen die Mitte finden, der ist ungefähr da. Also hierhin kommt der Steg. Und da ist nämlich der Boden. Und den hätten wir jetzt nicht gefunden, hätten wir das nicht transparent gezeichnet. Hätte ich jetzt auch viel weiter unten erwartet. Da gehen wir hoch. Auch das ist alles im Perspektivenvideo erklärt. Ich mache jetzt einfach noch einen Steg hin, das ist, glaube ich, angenehmer. Auch später beim Kolorieren kann man da sehr schön dann so Tiefe reinholen, weil hier hinter ist noch dunkler als hier vorne. Gut, diese Stege sind eh heller, das machen wir aber alles bei der Kolorierung. Jetzt gehen wir erstmal her, ich muss mal eben mein Muster hier wieder kurz zurechtlegen. So, und jetzt kommen hier diese ganzen 1000 Millionen Kerne dahin.
Die sind jetzt aber nur hier, weil das ja ein Querschnitt ist. Also sehr, sehr angenehm. Hier oben ist der grüne Part, der geht jetzt so. Hier oben ist der Strunk. Okay, das wäre das. Dann fahren wir doch mal fort zum Thema Konturierung. Okay, das wäre die Paprika mit Kontur. Dabei hier gucken, dass man auch mit der Kontur selbst so ein paar Unterschiede erzeugt, wie hier am Strunk zum Beispiel oder in diesem Innenleben. So ein bisschen gepunktet, das deutet halt die Poren an, die dann eher so aussehen. Oder hier im Innenbereich diese kleinen, ja, länglich-ovalförmigen Poren, die man halt mit kleinen Kurven, kleinen Halbkreisen, wie auch immer dann darstellt. Auch schön in die Wuchsrichtung rein. Und die Kerne hier natürlich, genau. Ich habe die äußere Kante jetzt hier einfach so belassen und durch die Linien hier an der Seite so ein bisschen den Fluchtpunkt dargestellt, damit man sieht, okay, so ist die aufgeschnitten. Und jetzt werde ich nochmal eben Farbe drauf werfen, würde ich sagen. So, eine Nacht ist vergangen und es gibt eine schlechte Nachricht. Mir wurde die Paprika entwendet und ja, zum Kochen kleingeschnitten und verhäckselt. Ja, gut, was machen wir jetzt? Wir zeichnen einfach aus dem Kopf. Das ist etwas blöd gelaufen, aber ja, da können wir jetzt auch nichts machen. Passt das so von der Helligkeit? Ja. Da muss man bei Früchten auf jeden Fall mal ganz besonders drauf aufpassen, dass die einem nicht entwendet werden oder ja, schlecht werden. Wie zum Beispiel die Birne, die dann auch leider schlecht geworden ist, bevor ich sie essen wollte. Und na gut, im Endeffekt hat es für ein schönes Projekt noch gereicht. Aber ja, im Endeffekt schade um die Frucht. Das Innenfutter können wir jetzt erstmal schön kräftig machen. Das wird nachher eh noch abgedunkelt, hier und da. Das soll dann schön dunkel sein, dass der Würfel außen so ein bisschen sich vom Rest absetzt und das Innere halt ja, gedunkelt ist, weil da kommt halt wenig Licht hin. Das kommt natürlich wieder hier von rechts oben. Aus Erinnerung zu zeichnen ist natürlich immer etwas ungünstig, weil man sich an so spezielle Spiegelungen und so nicht mehr ganz so erinnern kann. Man wird alt. Nein, aber das ist völlig normal. Da muss man halt echt gucken, dass es irgendwie, dass man irgendwie hinkriegt. Ich glaube, hier oben, das war halt grün und dann lief das hier unten so ins Gelbe. Dementsprechend machen wir das einfach mal so. So, der Stiel hier ist richtig schön grün. Oh, Wassertropfen an dem Pinsel immer direkt abwischen, weil sonst tropfen die einem in das Bild rein. Das ist manchmal sehr ärgerlich. Machen wir erstmal so als Grundierung. Und so die Schattierung. So, jetzt dürfte das hier auch ja, wieder trocken sein. Das heißt, wir können hier die dunkle andere Kante ansetzen und hier nach hinten hin heller werden. So, und jetzt gehe ich hier außen nochmal lang. Und mache das zur linken Vorderseite etwas dunkler. Weil das ist jetzt die dunkelste Seite von diesem Kubus, von dem Würfel und die ist dann am intensivsten. Und die anderen, die machen wir dann nachher noch, mal gucken, etwas heller. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch lohnt, nochmal zu überarbeiten. Ja, komm, gehen wir einfach nochmal drüber. So, das ist jetzt erstmal dunkel genug. Ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal föhnen. Diese hellen Kanten habe ich noch nicht gemacht, weil die sollten ganz zum Schluss, damit da nichts verläuft und so, weil sich das etwas absetzen soll. So, und da wäre es wieder trocken. Und jetzt gehen wir hier einmal mit so einem leicht anderen Ton nochmal rein. Okay, und jetzt können wir im Prinzip direkt zu den Buntstiften wechseln. Ich habe hier mal eine kleine Vorauswahl reingepackt von den Farben, die wir brauchen. Ich sortiere mir das mal vorher so ein bisschen zurecht, dass ich alle, ich sag mal, Rottöne und Grüntöne habe. Das mit dem Gelben auch noch ein bisschen dabei, sodass man zumindest die wichtigsten Farben im Bild hat. Wenn dann zum Schluss irgendwas fehlt, dann kann man sich das noch aus der großen Kiste holen. Ansonsten hat man hier einmal so ein kleines Sortiment zusammengestellt. Die Seite, die können wir ruhig dunkel machen. So, und hier innen können wir auch mal, ja, da kann es ruhig noch dunkler sein. Da können wir sogar irgendwie so einen Braunton hier nehmen. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir das Innenleben hier schön gemacht. Das trennt sich ganz gut voneinander. Etwas dunkler als in Realität, natürlich, weil das hier ein bisschen Kontrast verstärkt ist. Aber ich finde es im Ganzen irgendwie angenehmer, weil man so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen interessanter ist es halt. Es ist dann eine Zeichnung und kein Foto.
Hier wird es nachher noch interessant mit der Struktur, die wir hier reinzeichnen. Das kommt dann ganz zum Schluss, weil hier gibt es ja diese ganz feinen, kleinen Poren. So, ich gehe jetzt hier nochmal drüber. Hier oben auch nochmal, da wieder mit einer anderen Farbe, dass wir hier so einen kleinen Unterschied haben. So, und jetzt machen wir hier das ganze Innenleben. Das ist halt, es besteht aus kleinen Poren und die müssen wir einfach umranden, dass die Struktur etwas in den Vordergrund kommt. Und jetzt können wir direkt hier an das Grüne gehen. Und zwar hier oben in so einem quietschigen, ja, Froschgrün oder was auch immer das ist. Was steht hier drauf? Lichtgrün. In einem Lichtgrün. Möglichst hell und möglichst frisch, weil das ja im Inneren sozusagen ist. Und das Äußere hier, das wird dann nachher mit etwas dunklerem Grün abgesetzt. Das Ganze lassen wir hier so zu so einem Ockergelb laufen. Die Kerne, die setzen wir mal eben mit so einem Sepia-Dunkel ab. Das passt dann ganz gut zum Rest und ja, die kommen noch etwas mehr in den Vordergrund. Man sieht die etwas besser. So, das wäre der Paprikawürfel. Ich würde sagen, jetzt fällt mir gerade auch nichts mehr ein, was man hier noch machen kann. Poren sind ausgearbeitet, der Rest steht auch soweit. Das ist doch im Ganzen ganz nett. Mal gucken, ob ich davon noch irgendwie ein paar andere Würfel erstellen kann, dass man so eine kleine Gemüseserie zusammenbekommt. Das sieht doch immer ganz schön aus, wenn die Blätter hier nicht verschmutzt sind. Nett. Ja, cool. Dann würde ich sagen, einen schönen Tag für euch und bis zum nächsten Gemüsewürfel-Video. Ciao.